Hallo, ich bin Manu Laplace, Messermacher aus Thiers und das schon seit einigen Jahren. Danke für Ihren Besuch. Ich habe mein erstes selbst entworfenes Messer wiedergefunden. Meine Mutter hat es mir wieder zurückgegeben. Es war in der Coutellerie François Premier. Mein Prototyp. Das 1515 Nummer 000. Ich hatte eine Leidenschaft für nordische Messer, vor allem für das Pukko. Und ich wollte, dass mein Messer so wirkt wie ein feststehendes Messer. Obwohl es ein Klappmesser ist, ist es perfekt ausbalanciert. Dafür habe ich eine kleine Metallbacke hinten angebracht. Trotzdem wirkt das Messer wie ein nordisches Messer. Ich habe ein Liner-Lock-System verwendet. Dieses Messer hier ist 21 Jahre alt. So alt wie mein Sohn Louis. Ich habe also auch ein Baby bekommen, so wie meine Frau. In der folgenden Zeit habe ich mich stetig weiterentwickelt und mit Jagdmessern anzufangen, war eine sehr, sehr gute Schule. Lehrreich waren für mich auch viele Jagdmessen, in denen ich angefangen habe und wo ich viele Leute kennengelernt habe. Zum Beispiel Philippe Tournier, der mich fragte, ob wir ein Messer mit Diamanten machen könnten. Ursprünglich wollte ich eigentlich ein Messer mit Korkenzieher machen, aber doch wollte ich es lieber einfach halten, weil ich es schöner finde. Danach habe ich mich mehr auf das schöne Einfassen der Griffschalen konzentriert. 3 Jahre lang habe ich Gravieren geübt, inspiriert von den Jagdmessen, die ich besucht habe. Dort habe ich auch Alexandre Morel kennengelernt, einen Sattler, Ledermacher, der eigentlich Lederkoffer und Taschen herstellt. Zusammen haben wir ein Messer mit Griffschalen aus Leder hergestellt. Auch verschiedene Partnerschaften, zuletzt mit dem Luxushersteller Dupont, der Accessoires von höchster Qualität anbietet, sind entstanden. Ich habe mich immer auf die Qualität konzentriert, nicht auf die Veränderung der Form. Wie mein Großvater mit dem Duk Duk. Auch die Form des 1515 bleibt immer gleich. Und das ist sie jetzt seit 21 Jahren. Ich habe immer junge Leute ausgebildet. Es wird immer wichtiger, das Wissen der alten Messermacher zu erhalten und weiterzugeben. Auch den notwendigen Respekt gegenüber den Materialien weiterzugeben. Denn wenn man mit Materialien wie Mammut oder Meteorit arbeitet, sind wir doch nur eine kurze Zeitspanne im Leben der Materialien. Wir hinterlassen nur eine kleine Spur in unserem Leben. In der Zwischenzeit sind wir eine schöne Truppe. Wir haben uns ein gutes Netzwerk aufgebaut. Dank euch in Deutschland und Kunden in Amerika. Wir sind eine Marke, über die man spricht. Man erkennt das 1515 leicht. Es ist ein bisschen wie bei BMW und Porsche. Man erkennt es an der Form immer gleich wieder. Ah, das ist ein 1515. Es ist eine klassische Form, die trotzdem einen eigenen Stil hat. Mein Großvater pflegte zu sagen, arbeite ernsthaft und du wirst ernst genommen, aber nehme dich selbst nicht zu ernst. Das ist auch der Geist unserer Werkstatt.